Wildspitzversuch im Sommer von Fenta-Seite. Warum nehme ich die Gondel? Weil es schon 1:30 ist und wir am Nachmittag arbeiten. Da sparen wir jetzt halt auch ein bisschen was über 400 Höhenmeter. Dann kommen wir nicht so ins Dunkel, weil es ist doch schon August. Sonst ginge es über diesen Forstweg auf. Ginge es über den Forstweg darauf. Ja. Wenn wir jetzt sicher so eine halbe Stunde sparen, die kommt man dann nach auf Nacht beim Abstieg sicher zugute. Jetzt ist nochmal Fendt. Da hinten rein geht es Richtung Similaun. Hat es auch schon eine Tour gegeben von uns. Und heute ist Nachmittagstour auf die Wildspitz geplant. Schauen wir mal, ob es ausgeht. So. Nach circa 10 Minuten ist man hier oben bei der Stadt Leinalm. Lass aussteigen. Dreimal. Wie man sieht, für den Start bis zum Gletscher haben wir ein leichtes Schuhwerk dabei. Wir haben generell ein bisschen leicht ausgestellt. Im Rucksack ist schon ein bisschen was drinnen, was uns dann weiter oben ein bisschen hilft. Ja, so. Jetzt dann bleibt mit dem Schlepplift im Winter links rüber, wenn wir eh schon den Spitz gemacht im Winter, da sieht man das dann auch. Jetzt geht's mal zur Hütte. Breslau Hütte von Stablein aus heißt 1,5 Stunden, ist angesagt. Schauen wir mal, wie schnell wir sein. Das ist das Tal Richtung Hochjochhochspeeds, da geht man oft auf die Weißkugel. Und da oben sieht man jetzt eh schon die Breslauer Hütten. Da geht es jetzt einmal hin. So. Relativ viel Wasser. Aber ist halt August. Geht's jetzt da in Steig auf. Halb der Breslauer Hütten sind wir. Oben sind wir sie. Schätze noch. Keine 4 Stunden anscheinend. Super. Übers Mittekajach. Ja. 14, 23. Also um einiges schneller als geplant. Gehen wir gleich weiter. Das sensationelle Panorama. Ende August einfangen. Wahnsinn. So, es geht jetzt Richtung Mittekajach. Voll lieber Bergsee da, sag einmal auf dem ersten Drittel zum Mittekajach zurück. Da werden wir jetzt noch schnell was trinken und dann geht's da nach hinten zurück und dahinter.
Es geht jetzt halt da so zurück und dann da hinten, da wo Schneefeld so weit herunter ragt, geht's rauf, aber links weg, also nicht gerade über Schneefeld rauf, sondern links weg über den Klettersteig. Da werden wir jetzt in einer 20 Minuten, eine halbe Stunde oben sein, hoffe ich. So, da gehen die Spuren. Aber jetzt gleich mal entweder da aufgehen oder da dahinter, das sage ich euch gleich. Gleich mal am Einstieg. Da vorne sieht man schon schemenhaft die versicherten Stellen. Da ist jetzt noch ein Gletscher, Spalterle. Jetzt gehen wir jetzt kurz drüber. Jetzt wird er 20 Minuten brauchen, dann ist der Klettersteig durchstiegen und wir sind oberhalb der Scharte. Am Anfang vom Klettersteig natürlich provisorisches Klettersteig-Set montiert. Jetzt geht's auf, hier sehr aufpassen muss man auf Steinschlag, also es hat schon was angehauen. Da geht's jetzt rauf. Klettersteig. Da unten sind wir aufgekommen. Und da geht es jetzt noch lang. Klettersteig ist fast zu Ende. Mit der Kajoch Ausstieg 30 Sekunden. Einiges schon erledigt für heute und es ist laut meiner Uhr ganz knapp nach 4. 16.03 Uhr. So, jetzt noch über den Gletscher um mich. Anscheinend keine Spaltengefahr heute. Hab mich schon erkundigt. Wind ist null. Menschen leer. So wollen wir es. So, ich schätze ein bisschen mehr als eine Stunde, also um 5 könnte man es schaffen. So, kleine Spalte. So, und sonst schaut es super aus. Dann auf noch. Wenn man mal allein sein will, auf der Wildspitze und keine Leute treffen möchte, dann muss man einfach ein bisschen später losgehen.
Da oben ist er schon. 25 Minuten hätte ich gesagt, weil bis dahin habe ich jetzt halt sehr kurz gebraucht. Jetzt nur mehr der Grat. Ist das normal nach Fendt oder? Okay. Jetzt bin ich schon ein bisschen aus der Puste. Aber weit ist nicht mehr. Meter und den Gipfel ist noch einmal so eine als Zweier beschriebene Stelle, eigentlich sehr einfach. Geschafft. Allein bei schönstem Wetter auf der Wildspitze um 10 vor 5. Super. So, Abstieg. Nochmal das Gipfelkreuz. Um 5 Uhr waren wir oben. Panorama ist Weltklasse. Gletscherspalten sind sehr überschaubar, schaut super aus. Die Bedingungen sind überhaupt super. Das einzige, ein bisschen Steinschlag, ist in der Scharte. Helm halt mitnehmen. Da jetzt neu. Man hört sich von dem Nachbarteig kullern. So. Runter und ab nach Hause.
haben wir schon einiges abgestiegen. Es ist 17:45 und ich schätze, dass wir noch eine halbe Stunde bis zur Breslauer Hütte haben. Panorama ist Wahnsinn. Drei Viertel sieben. Wunderschöne Stimmung jetzt da mit der letzten Sonne der Breslauer Hütten. Ja, und jetzt geht's nochmal runter ins Tal. Drei Viertel acht und wir sind wieder in Fendt. Jetzt nur zum Parkplatz und dann nach Hause, nach Innsbruck, und morgen gleich in der Früh um 3 Uhr aufstehen für Sonnenaufgang. Serles, freu mich schon.